Willkommen zurück zu Legend of Grimrock und wir haben jetzt gerade wirklich 4 Uhr morgens gleich. Ich habe so einen Bart, aber ich will wenigstens noch einen einzigen Teleporter in dieser Haupthalle lösen. Wir sind wieder hier oben. Eben sind wir ja gerade hier runtergefallen und da drüben, gehen wir mal rückwärts zurück, da haben wir noch diesen einen Schalter. Drücken wir gleich mal drauf und dann kommen wir hier weiter. Schauen wir mal. Ja, die Klappen gehen wieder zu, also müssen wir schnell sein. Einmal so, einmal so. Komm, ganz schnell. Und dann geht hier die Klappe auf. Wir springen einfach mal runter, wird schon schief gehen. Und wir landen hier bei einem Key. Mhm. Und einem Hebel. Und jetzt sind wir wieder in der Ebene, wo wir eben gerade waren, wo wir die Skelette besiegt haben. Also im Grunde sind wir jetzt unter dem Raum von hier drüben, Ebene Nummer 4. Okay, schreibe ich mal hin. Falle nach Ebene 5. Gut. Und dann können wir hier wieder nach oben. So. Jetzt nehmen wir den hier drüben. Und da drüben haben wir diese Legionäre. Eine Fratze. Aha. Okay, okay, ich verstehe. Ah. Wenn wir hier drauf drücken, dann fliegt hier drüben die Magie, landet hier. Und das Tor geht wieder runter. Okay, ich würde sagen, wir gucken erstmal, dass wir hier Nahrung verteilen. Einmal hier Garen, Hilde. Na, Hilde hat hier was, nehmen wir gleich mal. Dann hier drüben unser Garen. Und der braucht im Grunde noch nichts, deswegen gleich mal hier heilen. Oh. Ein Traum. Okay, wir sind geheilt und wir hatten eben wieder mal eine Vision oder einen Traum. Und zwar von unserem geheimnisvollen, ich nenne ihn einfach mal Freund. Der hat miterlebt, wie dieser Dungeon hier gebaut wurde oder dieser Ort. Und man hat diesen Ort verändert mit Rätseln und Fallen. Und normalerweise sollte dieser Ort eigentlich kein Dungeon sein, also kein Dungeon mit Rätsel und Fallen. Nun gut, wir machen hier weiter, drücken hier drauf, gehen ganz schnell hier rüber, fangen die Magie ab und dann können wir auch hier rein und legen gleich mal mit diesem Skelett los. Hilde, wenn ich bitten darf. Einmal hier rüber, einmal hier hoch, einmal dahin und der Pfeil fliegt. Okay. Gleich der nächste und wir haben ihn schon besiegt. Ich würde mal sagen, wir machen uns auch gleich neue Pfeile. Denn wir haben ja keine Ahnung, was hier drin noch alles wartet. Okay, schauen wir uns mal um. Licht haben wir noch. Da unten können wir was drauflegen. Passiert nur nichts, okay. Schauen wir mal weiter. Hier noch so eine Kammer. Da drüben irgendwo noch so ein Legionär. Da kommt er schon. Oh, der ist aber schnell. Der ist aber schnell. Hilde, ich will immer Lydie sagen. Hilde. Die Lydia von Grimrock. Die kleine Cousine. Licht wieder. Pfeile sammeln. Hier drüben. Und dann haben wir hier nochmal so eine Kammer. Etwas Kraut nehmen wir mit. Irgendein Schalter oder irgendein... Ah!
Aha. Was können wir hier drin machen? Hier gehen sie wieder auf. Da drüben eine Tür. Ja, aber was können wir denn hier mit diesen Zellen machen? Gehen wir mal hier weiter. Noch ein Legionär. Da kommt er schon. Gleich mal hier zur Seite. Marak braucht Nahrung. Na komm. Mach uns das Leben doch nicht so schwer. Na, daneben. Und wieder daneben. Und wir wurden getroffen. Hier fliegt der Pfeil und wir haben ihn besiegt. Und wir sammeln gleich mal die Pfeile wieder ein. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Schauen wir mal. Was haben wir hier nochmal Kraut? Nehmen wir natürlich auch mit. Essen tun wir gleich. Hier drüben haben wir nochmal so einen Raum. Und hier nochmal so einen Raum. Also 1, 2, 3. Aha. Da kommt ein neuer Legionär. Und ich denke mal... Wir müssen diese Legionäre in diesen Raum locken. Aber, interessant zu wissen, hier unten könnte man im Grunde endlos viel Erfahrungspunkte bekommen. Wie lange brauchen wir denn zu einer Stufe? Gar nicht mal so viel. Naja, die bringen auch nicht so arg viel. Ich meine, sie sind keine wirkliche Gefahr. Die kann man ganz gut besiegen. Sie bringen halt nur nicht so arg viel. Tauschen wir mal schnell. Müssen dann eben wieder verzaubern. Wer ist denn bald Level Up? Hier drüben dauert noch, dauert noch. Der hier könnte fast. Hilde auch. Würde aber dennoch eine ganze Weile dauern. Oh, ist da einer rein? Oh, es ging ja von alleine. Die wollen also hier gefangen werden. Dann machen wir auch mal auf. Und schauen mal, wo der andere ist. Irgendwo muss ja noch einer rumrennen. Sonst würde das System ja nicht funktionieren hier. Ich würde mal sagen, den besiegen wir aber, weil ich noch ein bisschen Erfahrung will. Da hinten rennt sogar der nächste. Gehen wir mal hier rüber. Der Pfeil fliegt. Mana sparen wir mal. Getroffen und weggeholt. Also so könnte man schon sich leveln. Wäre eine interessante Möglichkeit. Kritischer. Sehr gut gemacht, Sandos. Jetzt hier nochmal das ganze Team. Ah, der steht noch. Irgendwie nehmen die gerade weniger Schaden. Kann das sein? Kommt mir das nur so vor oder Tatsache? Na gut, es dauert wirklich lange. Die geben nur 90 Erfahrungspunkte. Da wären wir sehr lange hier unten. Ich meine, 10 Stück wären 900. Das ist schon eine ganze Menge. Der nächste, hier drüben. Okay, den locken wir gleich mal hier rein. Komm mit. Na los, mein Freund. Komm mit. Der andere steht da drin so schön brav und du darfst gleich mal hinterher. Wir gehen einfach selber rein. Machen dann hier... Oh, der geht weiter. Der will gar nicht kämpfen. Na komm, hier drüben. Wir sind hier. Hey du, dreh dich mal um. Ja, genau. So. Einmal auf und einmal raus. Und zack, den haben wir. So, jetzt der andere. Wo rennt der rum? Hm. Na, wo bist du denn, mein Freund? Wir brauchen dich. Oh. Wir sollten was essen. Na gut, hier. Okay, er kommt. Wir gehen hier unten rein. Na komm, hier bin ich. Ich bin hier. Na, nochmal ein kleines Stück in meine Richtung. Genau, und jetzt stehen bleiben, umdrehen. Ja, genau. Meine Güte, dann machen wir hier nochmal hoch. Vielleicht kommt er dann. Dreh dich um, lauf rein und Feierabend. Jetzt können wir hier drüben rein. Schauen wir mal.
In der Ecke hatten wir ein Graut. Hier hatten wir, glaube ich, auch ein Graut. Hier kamen wir her. Gehen wir noch einmal die Runde, schauen, ob wir auch wirklich alles entdeckt haben. Nein, 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 nein. Okay, ist sauber. Dann noch mal hier drüben. Ja. Scheint so, als wären wir fertig. Komm mal hier rein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Gut. Sehr schön. Und jetzt sind wir wieder hier oben. Oh. Oh, nicht reinrennen. Dann brauchen wir auch wieder irgendeinen Hebel oder so. Denn wir müssen ja nach unten. Wenn wir da reingehen, wo kommen wir da hin? Ich habe ja keine Ahnung. Moment, hier drüben haben wir keine Türen. Okay, ich denke mal, wir müssen einfach hier mal rein. Okay. Wo sind wir? Genau. Wieder hier in diesem Bereich mit unseren anderen Teleportern. Ich denke mal, da sind wir fertig, aber wir können auch da hinten hin. Und mal gucken, ob der Schlüssel funktioniert. Der funktioniert. Wir haben ein Secret und wir bekommen neue Hosen. Leichte Rüstung. Rüstungswerte 9. Garen, möglicherweise. Schauen wir mal rein. 4, 9, okay. Und Marak hier. Naja. Naja. Ich meine, wir hätten einen Punkt Rüstungsunterschied, aber wir würden dafür halt hier wieder Ausweichen verlieren. Deswegen lassen wir das mal so. Hier unten, der kann ja noch nicht. Und wird auch nie. Und dann sind wir wieder. Oh, nicht hier rein. Fertig. Und wir sehen uns im nächsten Part in einem weiteren Teleporter. Tschüss. Okay, ich weiß. Eigentlich wollte ich ja Feierabend machen. Aber ich habe hier nochmal ein bisschen in der Gegend rumgesucht. Und wir sind hier nochmal in dem Gebiet, wo wir eben gerade waren. Unsere drei Skelette sind hier immer noch schön eingesperrt, aber jetzt passt mal auf, ich habe etwas sehr Interessantes entdeckt. Und zwar hier drüben in der Ecke, da finden wir diese Notiz. So. Und da sehen wir irgend so ein Slimy. Und irgendein Gang. Und dann habe ich hier nochmal die ganze Gegend abgesucht und mir Gedanken gemacht, was könnte diese Notiz nur bedeuten? Jetzt machen wir hier nochmal diesen einen Käfig auf. Das Skelett kommt raus. Im besten Fall. So. Dann gehen wir selber in den Käfig rein. Und hier finden wir dann nochmal einen geheimen Schalter. Jetzt nehmen wir gleich mal hier die Pfeile, rüsten uns um. Ich weiß ja nicht, was wir hier jetzt noch finden an Gegner. Drücken mal hier drauf. Wählen gleich mal hier den Zauber aus. Und dann schauen wir mal, wo sich etwas geöffnet hat. Ist hier einer drin? Yes. Okay, dann haben wir den gleich mal los. Und irgendwo hier muss sich ja jetzt ein Bereich geöffnet haben. Aber wo? Aha, hier drüben. Was haben wir hier? Nahrung, Schuhe. Und noch etwas, und zwar Kettenhandschuhe. Für Marak. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir müssen dafür jetzt aber noch kämpfen. Umsonst kriegen wir es nicht. Und wir wurden natürlich gleich mal hier eingeengt. Na komm. So, unsere Pfeile. Die brauchen wir. Hilde. Und dann sind wir hier wohl fertig. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, was es hier mit dieser Notiz auf sich hat. Na gut, ich muss unbedingt ins Bett. Wir haben schon fast halb fünf.
Wir sehen uns dieses Mal definitiv in der nächsten Folge.